Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Video über traditionelle chinesische Medizin. Das heutige Thema dreht sich um die drei Lebenssäulen des menschlichen Körpers, Jin, Qi und Shen. Die chinesische Medizin ist ein eigenständiges Medizinsystem, dessen Ursprünge über 2000 Jahre zurückreichen. Archäologische Funde in zahlreichen Gräben aus dem 2. Jahrhundert vor Christus belegen bereits damals einen beeindruckenden Entwicklungsstand der chinesischen Medizin. Es wurden Schriften gefunden sowie mehrere hundert Substanzen pflanzlicher, tierischer und mineralischer Herkunft, die zur Behandlung zahlreicher Erkrankungen und Verletzungen dienten. Das System der TCM ist geprägt von den Lehren des Konfuzianismus, Buddhismus und Taoismus. Die Funktionskreise in der TCM. Ein wesentliches Element der traditionellen chinesischen Medizin sind die Funktionskreise. Einem Funktionskreis zugeordnet sind bestimmte Organe und Organsysteme sowie genau definierte Bereiche. Mit den Funktionskreisen verknüpfen sich auch spezifische energetische Funktionen wie die Speicherung und die Verteilung des Qi. Die Funktionskreise arbeiten nicht isoliert, sondern stehen in engen Wechselwirkungen zueinander. Das Modell der Funktionskreise macht deutlich, dass die traditionelle chinesische Medizin die menschliche Körper als funktionelle Einheit betrachtet. Bei komplexen Krankheitsbildern haben verschiedene Beschwerden oft eine gemeinsame Ursache. Hier und nicht bei einzelnen Symptomen liegen der Ansatzpunkt der traditionellen chinesischen Medizin. Die drei Schätzen. Die traditionelle chinesische Medizin gehen davon aus, dass Jin, Qi und Shen die drei Schätzen des menschlichen Körpers sind. Ausreichende Jin, Qi und Shen sind Zeichen der menschlichen Gesundheit. Essenzmangel, Qi-Mangel und Schüchternheit sind die Verboten von Krankheiten und Alterung. Jin, die Quelle des Lebens. Wo Leben herkommt, das heißt Jin. Jin bedeutet übersetzt Essenz. Sie wird als die Basis von Wachstum, Entwicklung und Fortpflanzung gesehen. Eine Art von Essenz ist die angeborene Essenz. Sie wird von Eltern vererbt und ist notwendiger für vitale und kindliche Entwicklung. Die vorgeburtliche Essenz bekommt jeder Mensch von seinen Eltern. Unsere Grundkonstitution, unsere Stärken und Schwachpunkt werden von ihr bestimmt. Vorgeburtliches Gen kann weder erneut noch verändert werden. Ist es verbraucht, ist unser Leben zu Ende. Auf der Suche nach der Langlebigkeit sind in China Methoden entwickelt worden, wie zum Beispiel spezielle Meditationsübungen, die diese Essenz stabilisieren und festigen. Gelassenheit und der richtige Umgang mit den Emotionen wird als außerordentlich wichtiger erachtet. Jedes exzessiv Verhalten, jede psychische und physische Überanspannung, die uns an die Substanz geht, verbaut Jin. Die Essenz konzentriert sich auf die Ernährung der Nieren. Die Nieren ist das Organ, das die Essenz speichert. So ist die angeborene Grundlage. Ein Mangel an Essenz führt oft zu geistiger Trägheit, langsamen Bewegungen, lockeren Zähnen, Tinnitus, Taubheit, Schmerz in Teilen und Knien, früher Libidoverlust, leichte Zunge und fadenförmiger Puls. Die nachgeburtliche Essenz wird durch die Funktion der Milz aus der Nahrung gewonnen. Schon vor vielen tausend Jahren
haben die Chinesen die herausragende Bedeutung richtiger Ernährung erkannt. Jin ist für die langfristigen Zyklen des Lebens verantwortlich. Es steuert das Einsetzen der Pubertät, die Menstruation und die Qualität der Ei- und Samenzellen. Sein Abnahme ist für das Einsetzen der Wechseljahre verantwortlich. Jin ernährt das Gehirn und garantiert Konzentration, Denkfähigkeit und Gedächtnis. Es ist eine Voraussetzung für unsere Abwehrkraft und Vitalität. Qi, Dynamik des Lebens. Was Qi hat, lebt. Was kein Qi hat, stirbt. Ein zentraler Begriff des chinesischen Denkens ist der Begriff Qi. Er ist nicht direkt in unserer Sprache übersetzbar. Häufiger wird Qi bei uns im Westen mit Lebensenergie übersetzt. Doch, was genau ist das Qi? Klassische Tests der chinesischen Medizin sagen, menschliches Leben ist angewiesen auf Qi. Und wenn Qi sich verbindet, formt sich der menschliche Körper. Wenn es sich zerstört, stirbt er. Alles im Universum, seien es organisch oder anorganisch, ist durch seine Qi definiert. Es ist Materie und Energie. Pulsierend, verwandelt, ernährend, zerstört ist es der Motto eines fortwährenden Wandels, alles sichtbar und unsichtbar existierend. Zumindest im medizinischen Bereich lässt sich mit dieser Vorstellung arbeiten. Das Qi im Menschen. Gewonnen wird die Energie unseres Körpers durch Milz und Lunge. Sie extrahieren Qi aus Nahrung und Luft. Unterstützen wird dieser Prozess von der Ursprungs-Qi, welches wir von unseren Eltern mitbekommen haben. Es ist in der Niere gespeichert. Das Funktionieren aller inneren Organe sowie unserer Abwehr hängen von diesem gewonnenen Qi ab. Aus dieser Vorstellung heraus wird ersichtlich, warum in der TCM so groß Wert auf Ernährung und Atemübungen, Qigong, gelegt werden. Qi zirkuliert in einem System, das unsere westliche Medizin nicht kennen. Die Meridian-System, dieses Steuersystem unseres Körpers, sorgt für das Zusammenspiel sämtlicher Vorgänge in unserem Organismus. Lernen des Qi konzentrieren sich auf die Ernährung von Milz und Magen. Milz und Magen sind das erworbene Fundament, die Quellen des Qi und der Blutbiochemie. Die Milz und die Magen zu nähren bedeutet, das Qi zu ernähren. Und das Qi zu ernähren bedeutet, den Geist zu ernähren. Qi-Mangel führt oft zu Blase, Gesichtsfarbe, trägen Sprechen, Ermüdung der Gliedmaßen, aufgebläht Bauch, Appetitlosigkeit, dünnen Stuhl, Blasezunge und schwache Puls. Über Allergiepunkte, die auf diesem Meridiansystem liegen, ist es uns möglich, Qi zu beeinflussen und zu regulieren. Schmerzen sind auf eine Blockade des Qi-Flusses in den Meridianen zurückzuführen. Sie sind mit Akupunktur gut behandelbar. Shen, der Geist hinter Ali. Shen ist die Bewusstheit, die aus unseren Augen strahlt, wenn wir wach sind. Der letzte der drei Schätzen ist der Shen. Er wird als Geist oder Seele übersetzt und ist verantwortlich für das Bewusstsein, Wahrnehmung, Gefühlsleben und unsere Präsenz. Er ist verantwortlich für Dinge wie Denken, Planen und Fühlen. Shen repräsentiert den gesamten Komplex von emotionalen, mentalen und spirituellen Aspekten eines menschlichen Wissens. Shen hängt mit der Funktionstüchtigkeit aller inneren Organe zusammen.
Die bei uns übliche Trennung in Körper und Geist existiert in der chinesischen Medizin nicht. Shen zu nähren heißt, sich auf die Ernährung vom Herz und Gehirn zu konzentrieren. Das Herz ist das Eingeweide, das die Götter verbergt. Und das Gehirn ist das Haus des Urgeistes. Die Nieren können Knochenmark produzieren und das Rückenmark sammelt sich in die Schädelhöhlen, um das Gehirn zu bilden. Herz und Gehirn zu nähren, nährt eigentlich Herz und Nieren. Und Herz und Nieren zu nähren, nährt den Geist. Der Geist entspricht dem Herz. Die Wanderseelen gehören zur Leber, die Körperseelen gehören zur Lunge. Die Willenskraft gehört zu Nieren, das Denken gehört zu Milz. Die Unzulänglichkeit des Verstandes durch fehlende Nährung führt oft zu Energiemangel, Schwindel, Vergesslichkeit, leise Stimme und trägen Sprechen, langsame Bewegungen, Faulheit und Müdigkeit, Blasenzunge und schwacher Puls. Nach der TCM erkennt man daher ein gesundes Shen an den leuchtenden Augen, der klaren Sprache und der positiven Ausstrahlung eines Menschen. Was bedeutet das für den Menschen? Jin, Qi, Shen sind die Grundlage des Lebens eines Menschen. Also können wir sie nicht ignorieren. Diese drei Lebenssäulen stützen sich gegenseitig und bilden eine Dreieinigkeit, die von durch sich selbst oder durch therapeutische Maßnahmen angepasst werden kann. Stellt man sich nur Jin als die Quelle des Lebens vor und Qi als das Potenzial zu aktivieren und zur Bewegung, dann ist Shen die geistige Aktivität und das menschliche Bewusstsein, die nötige ist, um sich wechselseitig zu ergänzen sowie sich weiterzuentwickeln. Alle drei Aspekte sind miteinander verbunden und machen gemeinsam das Leben aus. Damit sind wir für heute am Ende angekommen. Ich hoffe, ich konnte Sie gut über das Thema drei Lebenssäulen des menschlichen Körpers, Jin, Qi und Shen, informieren. In regelmäßigen Abständen würde ich neue Informationen zum Thema TCM veröffentlichen und würde mich sehr freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren werden. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund!